Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach langer Zeit geht es heute mal wieder über Kim Virginia, über die wir während der Ausstrahlung des Dschungels wirklich oft geredet haben. Nun ist es so, dass Leon, auch besser bekannt unter dem Namen der Schamane, so wie er sich ja auch selber nennt, über Kim Virginia ausgepackt hat und das wurde von Mike Heiter, ihrem Verflossenen oder ihrer verflossenen Kennenlernphase, sag ich mal, geteilt. In diesem Video werden wir uns also anschauen, was der Schamane über Kim Virginia erzählt hat, denn der Schamane und Kim Virginia sind seit ein paar Wochen nicht mehr miteinander befreundet. Dann gucken wir uns natürlich noch an, was Mike, nachdem er das geteilt hat, noch dazu gesagt hat. Und Kim Virginia hat ebenfalls darauf reagiert. Natürlich schauen wir da auch einmal rein. Bevor wir uns das also alles anschauen, einmal kurz zur Auffrischung oder auch zur Aufklärung, falls ihr das gar nicht mitbekommen habt. Kim Virginia war ja im Januar Teilnehmerin des Dschungelcamps, genauso wie Mike Heiter, mit dem sie ja bei und auch nach Aito so ein bisschen was am Laufen hatte, und Layla. Mike und Layla sind mittlerweile schon seit einigen Monaten in einer festen Beziehung und Kim hatte damals beim Dschungelcamp als Begleitung den besagten Schamanen mit, den wir gleich sehen werden. Die beiden sind mittlerweile nicht mehr befreundet und der Schamane hat jetzt ziemlich viele Seitenhiebe gegen Kim ausgeteilt bzw. über sie ausgepackt. Vorab muss man natürlich dazu sagen, das ist jetzt eine Version der Geschichte und wir wissen natürlich nicht, ob das alles so stimmt, was der Schamane hier gleich erzählen wird. Schauen wir mal rein. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch warum. Nee, ich sprich von Loyalität, aber lästert von 1000 Menschen. Naja, Maus, meine Loyalität gilt dir so lange, solange du mir loyal gegenüber bist. Wenn du mich aber verarscht und vor den Zug schubst, hast du natürlich logischerweise meine Loyalität nicht mehr verdient. Und dann spreche ich natürlich auch, da wir, wie gesagt, beide Personen des öffentlichen Lebens sind, auch öffentlich über diese Situation. Ganz einfach. Danke für das Herz. So einfach ist nämlich der Fall. Was ist passiert zwischen dir und Kim? Ja, das... Für mich gab es auch gar kein Problem. Sie hatte nur offensichtlich ein Problem damit, dass ich mittlerweile dann auch auf dem roten Teppich und so weiter genauso interessant war wie sie. Und das hat uns dann nicht so ganz gefallen. Danke für das Herz, du Maus. Hat sie gelogen mit Mike? Welche Situation meinst du? Danke, Sepsi. Der Punkt ist der. Kim weiß halt auch sehr, sehr gut, wie das Ganze funktioniert. Die hatte auch natürlich ihre Strategie. Gut, die hat dann jeder im Dschungel gehabt, sagen wir mal so. Aber sie wusste halt schon, sie geht da rein und macht halt die Krawallschachtel. Und hatte halt ja vor, so ein bisschen den guten Mike auseinanderzunehmen, weil der halt nicht so wirklich gezogen hat, ne? Machst du da Okra? Yes, und ich liebe Okra! Stimmt das, dass sie beim Mike... Wo ist er jetzt hin? Boah. An der Hoteltür stand. Nee, das war aber auch nie die Aussage. Die Aussage hieß ja, dass er angeblich bei ihr an der Tür stand. Danke fürs Herz. An dem Abend vor der Abreise. Und das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das, was ich... Da dachte sie, das ist ja das, was, das ist ja das Lustige, das ist ja das, was sie jetzt ja uns allen anderen vorwirft. Wir würden ja die Dinge nur machen, um über sie im Gespräch zu bleiben. Sie ist aber die Maus, die sich halt sowas aus dem Hintern zieht, dass halt irgendeine Person auf einmal nachts vor ihrer Tür stand. Ne? Danke dafür, um halt am nächsten Tag eine Schlagzeile zu haben. Danke für das Herz. Und sie wollte da auch immer so ein bisschen mich. Sie immer so, ja, du musst das machen, um im Gespräch zu bleiben. Muss man das halt machen? Ja, und ich so, nee, Maus, ich kann das nicht so. Also schon gar nicht kann ich mir irgendwelche Stories aus dem Hintern ziehen, die nicht stimmen. Da hätte ich, also das, nee.
Ich habe da fast einen Herzinfarkt gekriegt. Sie hat ja dann noch auf dem Flug, hat Mike ja seinen Rechtsanwalt eingeschaltet. Boah, nee, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf auf so einen Scheiß. Mir irgendwas aus dem Hintern zu ziehen, was nicht stimmt, auf die Gefahr hin, dann auch irgendwie Stress mit einem Anwalt zu bekommen. Und dann hat sie, also sie hat es zwar so getan, als hätte sie es nicht interessiert, aber danach, beim Wiedersehen zum Beispiel, hat sie ja gesagt, ja, dann ist es halt so, wenn der Mike sagt, es stimmt nicht, dann stimmt es halt auch nicht, ne? So. Eben, habe ich auch gar nicht nötig. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Das sage ich auch mal zu den Produktionsfirmen. Also ich hatte jetzt auch durchaus einige Anfragen, auch für Trash-TV-Formate. Und ich kann halt da wirklich sagen, mache ich oder mache ich nicht. Weil der Punkt ist der, ich kann halt auch noch was. Ich habe ne, schon eine Karriere schon vorher vor Trash-TV. Ich kann was ohne Trash-TV und muss das nicht machen. Und ich muss nicht auf Teufel komm raus irgendwelche Sachen erfinden, um halt im Gespräch zu bleiben. Das brauche ich nicht. Ne? Also, hast du damals wirklich einen Fluch gelegt? Auf wen? Also, ich mache das öfter mal. Ich bin eine Waage. Wer ist noch Team Waage, ihr Mäuse? Was hältst du davon, dass sie nach Dubai ausgewandert ist? Naja, das, gut, das ist halt, glaube ich, so ein Hirnfurz, wie das halt aktuell irgendwie viele haben, die dann irgendwie meinen, das ist jetzt ihr Durchbruch, die müssen jetzt nach Dubai. Mal ganz abgesehen davon, dass man dann natürlich hart Steuern spart. Und wenn man natürlich in solchen Formaten rollt ja erstmal der Rubel. Also da verdient man ja schon ganz gut. Gerade auch, wenn man natürlich Krawall macht. Aber also Dubai wäre halt auch so Nullenland für mich einfach. Also sorry, das ist halt nichts so für mich, ne? Was denkst du über Kim und Tim? Naja, also ich weiß ja, was sie vorher über Tim auch gesagt hat. Und das unterscheidet sich so ein bisschen. Das unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was dann danach passiert ist. Und ich glaube halt, dass das ihr, sagen wir mal so, das Ganze, glaube ich, war dann irgendwann eher einseitig. Drücken wir es mal so aus. Was machst du dir zu essen? Okraschoten bereite ich gerade vor. Kennt ihr das? Naja, sie hat im Dschungel ja nur gesagt, Flüche gehen raus. Also, und auch da, ich bin ja nicht ihr Therapiehund und auch nicht ihr Knecht, der sofort, wenn ist, irgendwie sofort Flüche löst. Prinzipiell kann ich das schon. Was wir auf jeden Fall gemacht hatten danach, ist, dass wir einen Liebeszauber gewirkt haben für Mike und Layla, weil ich da schon der Meinung bin, unterstütze ich dich natürlich auch magisch, ist doch logisch. Hatte sie was mit The Weeknd? Naja. Kann man mich buchen? Aber natürlich, mein Schatz. Link in der Bio, da findest du meine Seite. Und dann kannst du dir ein Coaching mal ausmachen mit mir. Und dann können wir zum Beispiel... danke für den Regenbogen. Da können wir mal gucken, wie sieht denn deine Aura aus? Sind da Energien in deiner Aura, die da nicht hingehören? Brauchst du noch einen Schutz? Brauchst du in irgendeiner Weise spirituelle Hilfe? Und dann kann man gucken oder deine Probleme können wir besprechen, wie wir die lösen können. Ja, dafür ist es auf jeden Fall da. Danke für die Rose. Ist derzeit komische Energie. Ja. Deshalb ist halt auch der Punkt, ich meine, wenn man sich das Ganze so betrachtet, wie die Leute, ja, aber sie ist ja jetzt in Dubai und hat jetzt eine Wohnung. Also first of all ist die Wohnung, ich glaube, irgendjemand hatte geschrieben, so komplett am Rand von Dubai und sie ist halt auch einfach nur eine Einzimmerwohnung. Na, ganz abgesehen davon, hatte ich ja vorhin gesagt, so in solchen Formaten verdienst du erstmal, danke, danke, ihr Mäuse, verdienst du natürlich auch in solchen Formaten erstmal gut Cash. Und wenn du mit so ein bisschen Cash dann nach Dubai gehst, ist auf jeden Fall mal eine Einzimmerwohnung auf jeden Fall drin. Also das würde ich jetzt nicht als unbedingt großes Glück bezeichnen. Aber, und das ist halt der Punkt, sie hat ja dann irgendwann das Schutzarmband
von mir abgenommen, nachdem wir jetzt so zwischendurch keinen Kontakt hatten. Und dann wurde sie ja ausgeraubt in Miami. Dann wurde ihr Vater angegriffen. Dann wurde sie hart gestalkt und hatte jetzt dann ja nochmal mit dem Taxifahrer einen Unfall. Und ich sage mal, also ich habe damit nichts zu tun, sondern sie hat ja den Schutz abgenommen. Und der Punkt ist ja der, ich kann mich halt nicht ständig in jedem Format mit Leuten anlegen, die durchaus vielleicht auch jemanden kennen, der sowas kann. Magisch zum Beispiel. Oder es reicht auch einfach schon mal ein paar böse Blicke ihr zu schicken. Ja, und dann ziehe ich halt den Schutz ab. Ja, und dann rutscht natürlich der ganze Kram nach. Ist ja logisch. So, ne? Außerdem sind wir seit Ende Juni im Saturn rückläufig. Und Saturn ist halt der Planet des Karmas. Dankeschön. Das bedeutet, dass der jetzt aktuell dafür sorgt, dass Menschen einfach ihre Quittung bekommen für ihr Verhalten der letzten Monate. Manchmal schweigt ein anständiger Mensch. Was geht ab, Freunde, wenn ihr jetzt hier angekommen seid? Habt ihr euch das Ganze gegeben? Also ich bin ja nicht der Typ von irgendwelchen öffentlichen Streitigkeiten, aber wenn die Wahrheit ans Licht kommt, bin ich immer dabei, die Wahrheit zu unterstützen. Und ja, hier ist sie. Ist irgendwie ein Zufall, Ironie des Schicksals, wie man das auch immer nennen will. Wann gerade Zufall war, Leila auf TikTok, auf einmal war da live angezeigt, geht rein und dann erzählt der da komplett alles, wie es eigentlich ist oder wie es eigentlich ist, die ganzen Sticheleien von ihr und so, ihr seht das. Also wer jetzt noch Glauben schenkt, da kann ich dann auch nichts mehr machen. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, die Wahrheit kommt immer ans Licht und ja, jetzt habt ihr es gesehen, nochmal unterstrichen. So, bitteschön, dankeschön und bis später. Vorher eine Sache kann ich euch noch sagen. Das Schlimme an der Reality-Szene, dass es immer mehr solcher Leute gibt, die so mit Missionen kommen, um aufzufallen, um Schlagzeilen zu machen, Aufmerksamkeit, Sendezeit, alles. Und nicht nur, aber meistens die, die dann so sind wie sie, Streit und dies und das und so. Leider ist das so. Also, ich mache das Ganze jetzt schon 7 Jahre. Ich glaube, ihr habt schon über Jahre lang viel von mir gesehen. Und das habe ich noch nie gemacht. Naja, leider ist es so. Und ja, ihr seht ja auch, dass das bei manchen dann so zieht und dann irgendwie weitergeht. Aber ich bin so ein Typ, ich stehe lieber morgens auf und gucke gerne im Spiegel und weiß, dass ich bin. Ja, und wenn es dann weniger interessant ist, als zu streiten, dann ist es halt so. Da ist mir auch scheißegal. Aber nur so als... Nun ist es ja so, dass ich während des Dschungelcamps sehr, sehr viel über Kim Virginia gesprochen habe. Das heißt, ihr wisst wahrscheinlich, was ich so von ihr halte. Falls nicht, könnt ihr ja gerne mal in meine alten Videos reinschauen. Dazu nochmal zur Ergänzung. Meine Meinung generell hat sich nicht wirklich geändert. Ich persönlich finde Kim Virginia immer noch ein bisschen oder ziemlich unauthentisch. Und oft sind es ja auch die Leute, die am lautesten schreien, dass alle anderen fake seien, die im Endeffekt selber am meisten fake sind. Aber wie gesagt, ob das alles so stimmt, wissen wir natürlich nicht. Ich finde es trotzdem auch ein bisschen merkwürdig, dass man nach so einer gescheiterten Freundschaft eben jetzt alles auspackt. Es könnte auch sein, dass da so ein bisschen verletzter Stolz mit drin ist und dass die Wahrheit vielleicht so ein bisschen in der Mitte liegt. Gerade was die Sache mit Tim angeht, da kann es natürlich sein, dass Kim Virginia vorher wirklich eine andere Meinung von Tim hatte und ihn dann ja wirklich im Dschungelcamp kennengelernt hat und ihre Meinung dann eventuell änderte. Ne? Also es kann auch immer sein, dass so ein bisschen, ja, beides stimmt. Dass der Schamane für einige Trash-TV-Shows angefragt wurde, kann ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Er ist ja schon eine Type, die was recht Besonderes ist. Ne? Ich könnte mir da zum Beispiel Kampf der Reality-Stars oder sowas mit dem Schamanen vorstellen. Ja, also wie gesagt, ne? Ich glaube, manches, da können wir uns relativ sicher sein, dass das der Wahrheit entspricht. Bei anderen Sachen wissen wir es wahrscheinlich nicht so. Die Sache mit der Hoteltür, das spricht ja eher für Mikes Version. Und wie gesagt, ich will Kim hier natürlich auch keine Lügen unterstellen, wenn wir es eben alle nicht wissen. Aber trotzdem ist es bei ihr schon so, dass ich mir das alles ganz gut vorstellen kann. Denn auch ich habe schon lange das Gefühl, dass eine Kim Virginia für Fame sehr, sehr viel macht und dass sie es wohl auch nicht immer so mit der Wahrheit hat.
Aber schreibt doch sehr gerne mal unten in die Kommentare, was denkt ihr darüber? Glaubt ihr, was der Schamade so erzählt hat? Glaubt ihr, dass Kim Virginia die Wahrheit gesagt hat in allen Fällen? Oder glaubt ihr, dass vielleicht einiges stimmt und anderes eventuell auch nicht so? So, wir wollen uns noch mal ein bisschen angucken, was andere Leute, vor allem natürlich Kim Virginia, dazu gesagt haben. Auf der Seite In Love with Trash TV wurde natürlich darüber berichtet und da habe ich mal in die Kommentarspalte geguckt. Erstmal natürlich der Hinweis, schaut sehr gerne auf Insta auf der Seite In Love with Trash TV vorbei. Und zum einen hat hier Daddy Faye, das ist Fati, der letztes Jahr bei DSDS mitgemacht hat, das folgende kommentiert. Bin gerade eher geschockt darüber, dass man nach 7 Monaten mit so einer Story rauskommt, weil man anscheinend keinen Kontakt mehr hat zu Kim. Lieber Schamane, du warst derjenige, der mit Flüchen und anderen spirituellen Hokuspokus Kim und ihre Story gestärkt hat. Wir nennen sowas Snitch. Ja, und der Kommentar hat auch recht viele Likes, und zwar 214 an der Zahl. Kim selbst hat sich in ihrer Story, zumindest bis jetzt, wo ich das Video aufnehme, nicht zu diesem Thema geäußert, aber sie hat hier Fati von DSDS auf den Kommentar geantwortet mit den folgenden Worten. Ein 40 Jahre alter Mann, der nicht drauf klarkommt, dass ich die Freundschaft beendet habe und sein Armbändchen abgemacht habe. This is the funniest shit ever, mit ganz vielen Lachsmilies. Und darüber, was Kim Virginia darauf geantwortet hat, wurde natürlich ebenfalls berichtet auf Insta. Und zwar diesmal auf der Seite Reality Dings. Schaut auch der dort sehr gerne mal vorbei. Und auch in diesem Artikel von Reality Dings habe ich natürlich in die Kommentare geschaut. Und hier hat sich der besagte Schamane auch nochmal dazu geäußert, zu dem, was Kim Virginia gesagt hat. Er meinte nämlich, lustig, nicht mal mein richtiges Alter kennt sie und glaubt mir so einen reinwürgen zu können. Lachsmiley, Lachsmiley, cute. Und Hashtag Flüche gehen raus. Ja, was haltet ihr von dieser ganzen Geschichte? Schreibt sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und bevor ihr das Video hier verlasst, denkt doch bitte daran, einen Daumen nach oben da zu lassen. Das würde mich sehr freuen. Ich verabschiede mich für heute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Muah.